Hallo, im letzten Video haben wir uns diese Aufgabe angeschaut. Zu einer natürlichen Zahl n sollte man die positiven Teiler von n berechnen. Hier steht der Code dazu. Diesen Code werde ich jetzt nicht nochmal erklären. Schaut euch dazu einfach das entsprechende Video an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und in diesem Video geht es jetzt um die folgende Aufgabe. Man soll zu einer vorgegebenen Zahl n die Teileranzahl und die Teilersumme von n berechnen. Ja, also das ist jetzt die Aufgabenstellung. Wir haben irgendein n, eine natürliche Zahl, und zu diesem n soll die Teileranzahl und die Teilersumme berechnet werden. Hier steht noch die Eingabezahl vom letzten Video, n gleich 1 Million. Schauen wir uns das mal kurz an. Genau, Teiler von 1 Million, und das sind jetzt die Teiler von 1 Million. So, bei der jetzigen Aufgabenstellung wollen wir, wie gesagt, die Teileranzahl bestimmen. Worum geht es da? Da muss man einfach nur die Teiler hier zählen. Ja, also wir haben einen Teiler, dann 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Also hier sollen einfach nur die Teiler gezählt werden. Wie viele Teiler hat die Eingabezahl 1 Million? Das soll dann der Computer für uns berechnen. Und bei der Teilersumme geht es einfach nur darum, die Teiler aufzuaddieren. Ja, also da soll die Summe der Teiler bestimmt werden. Also all diese Teiler hier, also hier zum Beispiel bei der Eingabezahl 1 Million, die sollen aufaddiert werden. Also 1 plus das hier, dann plus 2, dann plus das, plus 4 und so weiter. Und ganz am Ende soll dann das Ergebnis ausgegeben werden. Ja, das sind jetzt zwei Teilaufgaben in eine Aufgabe gepackt. Diese beiden Aufgaben werden wir mit diesem Code hier lösen. Wie gesagt, das ist der Code vom letzten Video. Da gibt es jetzt eine kleine Sache, die man beachten muss. Schauen wir uns nochmal die Teiler von 1 Million an. Wenn wir runtergehen, dann sehen wir, hier taucht die 1000 zweimal auf. Und das ist jetzt problematisch, denn gleich bei der Teileranzahl werden wir hier in diesem Code die Teiler nacheinander zählen. Und beim Zählen müssen wir dann vorsichtig sein, denn wie gesagt, die 1000 taucht hier zweimal auf. Die darf hier nicht zweimal gezählt werden. Jeder Teiler muss genau einmal gezählt werden. Das gleiche Problem haben wir auch bei der Teilersumme. Da sollen ja alle Teiler aufaddiert werden und jeder Teiler muss genau einmal betrachtet werden und nicht so wie hier zweimal. Ja, also die 1000 darf hier nicht zweimal aufaddiert werden. So, die 1000, was ist denn die 1000 hier? Die 1000, das ist ja hier Wurzel von 1 Million. 1 Million ist die Eingabezahl n. Hier steht Wurzel n, also Wurzel von 1 Million, das ist w. W ist in unserem Beispiel also 1000 und w taucht hier bei der Vorschleife als Grenze auf. Da steht also w plus 1. Das heißt, der letzte ganzzahlige Wert von t ist hier Wurzel von 1 Million, also 1000. Der wird dann hier auch betrachtet. Dann kommen wir hier in diesen if-Block rein und da wird dann der Teiler t ausgegeben, also 1000 und 1 Million durch 1000. Deswegen taucht die 1000 zweimal auf und das müssen wir, wie gesagt, ändern. Bei den Quadratzahlen, also n gleich 1 Million, das ist ja eine Quadratzahl. Also wenn wir da eine andere Quadratzahl nehmen, zum Beispiel 25, auch da taucht die Wurzel davon zweimal auf, also hier die 5. Und das ist jetzt das erste Problem, das müssen wir, wie gesagt, gleich behandeln. Wir haben aber auch ein anderes Problem. Nehmen wir mal eine andere Zahl, die keine Quadratzahl ist, zum Beispiel 110. Da bekommen wir dann das hier, also das sind alle Teiler, wir haben insgesamt 8 Stück, aber hier haben wir noch die letzte Zeile, da steht 11, 10, also diese Zeile halt umgekehrt. Und das ist schlecht. Das wollen wir auch nicht haben. Wenn wir gleich die Teiler zählen, dann wollen wir nur diese 8 Teiler zählen und nicht noch diese zwei weiteren, die, wie gesagt, doppelt da sind. Ja, warum steht da 11, 10? Der letzte Wert von t ist hier 11 und nicht 10. Der letzte Wert sollte aber 10 sein. Wieso ist der letzte Wert 11? Naja, schauen wir uns das mal an. Also, wir haben n gleich 110. Dann ist w, also Wurzel von n, also n ist 110, also Wurzel 110, das ist dann ungefähr 10,488 Punkt, Punkt, Punkt. Und hier steht aber w plus 1, also das plus 1, w plus 1 macht dann 11,488 Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also nicht 10,488, sondern 11,488. Das heißt, hier als Grenze steht 11,488. T geht dann von 1 immer einen Schritt nach vorne. Also hier steht ja plus plus. T wird immer um 1 größer. T ist dann nach 1, 2, dann 3, 4, 5 und so weiter. Und irgendwann ist dann T 10.
10 sollte noch betrachtet werden, aber nach 10 soll die Vorschleife aufhören. Die hört hier aber nicht auf, weil da wird geguckt, ist t noch kleiner w plus 1, also kleiner 11,488, wie es aussieht. Ja, das heißt, hier kann noch der Wert 11 angenommen werden. Deswegen betrachtet die Vorschleife noch den Wert 11 und wie gesagt, das darf nicht passieren. Wir dürfen hier nicht w plus 1 betrachten. Also hier darf nicht plus 1 stehen und das entfernen wir jetzt. So, gucken wir mal, ob da jetzt die letzte Zeile 10, 11 doppelt vorkommt. Nein, jetzt passt das. 10, 11 taucht hier einmal auf. Super. So, jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Nehmen wir mal jetzt eine Quadratzahl. 25. So, da taucht jetzt der Teiler 5 nicht mehr auf. Warum ist das so? N gleich 25. W, die Wurzel von 25 ist dann 5. Das heißt, die Grenze hier ist 5. Der letzte Wert, der von t angenommen wird, ist 4. Ja, das ist jetzt schlecht für uns, denn den Teiler 5 erreichen wir ja gar nicht. Wie denn auch? Wenn t nur bis zu 4 geht, dann werden wir 5 auch nicht erreichen. Das heißt, hier sollte irgendwie wieder plus 1 stehen. Aber wenn wir da plus 1 schreiben, dann haben wir wieder das Problem von vorhin. Ja, was kann man da machen? Wir können hier einfach kleiner gleich schreiben. Wenn wir kleiner gleich schreiben, dann haben wir nicht mehr dieses Problem hier mit 11,488, sondern da haben wir als Grenze immer noch 10,488. Und t selbst darf auch den Wert von der Wurzel annehmen. Der Wert von w, also Wurzel n, wird nur dann angenommen, wenn w eine natürliche Zahl ist. So wie hier. Also kurz gesagt, hier muss kleiner gleich stehen. So, hier haben wir 25. So, gucken wir mal, ob der Teiler 5 berücksichtigt wird. Also vorhin wurde der Teiler 5 nicht berücksichtigt. Genau, jetzt haben wir da die 5, aber jetzt haben wir wieder das Problem, dass das doppelt vorkommt. Wir müssen gleich dafür sorgen, dass der Wert von der Wurzel einmal ausgegeben werden soll, falls die Eingabezahl n eine Quadratzahl ist. Wenn die Eingabezahl n keine Quadratzahl ist, dann müssen wir uns da keine Gedanken drum machen. Also, nehmen wir mal wieder 110 von vorhin. Also, jetzt steht hier kleiner gleich. Gucken wir mal, was da passiert. Da bekommen wir wieder 10, 11 raus. Das passt also. Okay, wir sehen also, problematisch sind die Quadratzahlen. Also, wenn wir hier als Eingabezahl eine Quadratzahl haben, so wie die 25 hier, dann schaffen wir noch, dass der Wurzelwert davon als Teiler ausgegeben wird. Aber dieser wird leider zweimal ausgegeben und das müssen wir ändern. Okay, dann können wir jetzt mit der eigentlichen Aufgabe loslegen. Also das Ganze war jetzt nur eine Vorbereitung bzw. eine Ergänzung zu dem letzten Video. Im letzten Video haben wir uns ja keine Gedanken drum gemacht, ob ein Teiler mehrfach ausgegeben wird oder nicht. Aber hier in diesem Video ist das wie gesagt wichtig, denn wir haben jetzt hier die Teileranzahl und die Teilersumme. Da kommt es darauf an, ob die Teiler auch richtig gezählt wurden bzw. richtig aufaddiert wurden. Also ja. Okay, also bevor wir zu der Teileranzahl und zu der Teilersumme kommen, wollen wir erstmal die Ausgabe korrekt machen. Also bei einer Quadratzahl soll der Wurzelwert einmal ausgegeben werden. Das machen wir jetzt zuerst. Dazu gehen wir in diesen if-Block rein, also da, wo die Teiler vorkommen, und da unterscheiden wir dann einfach zwei Fälle. Wir gucken, ist der Teiler ungleich dem Komplementärteiler? Falls ja, dann soll beides ausgegeben werden, also der Teiler und der Komplementärteiler. Falls die aber gleich sind, dann ist n eine Quadratzahl. In diesem Fall soll dann nur ein Teiler ausgegeben werden, also entweder t oder der Komplementärteiler n durch t. Also die sind dann gleich. Also ich kann dann eins von den beiden nehmen, aber nicht beides gleichzeitig. So, nehmen wir mal einfach t. So, jetzt nehmen wir mal wieder die Eingabezahl 25. Das ist eine Quadratzahl. Gucken wir mal, ob da der Teiler 5 einmal ausgegeben wird. Genau, jetzt taucht der Teiler 5 einmal auf. So muss er sein. Okay, jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Also, wenn die Eingabezahl eine Quadratzahl ist, dann wird der Teiler Wurzel n genau einmal ausgegeben und nicht zweimal. Und all die anderen Teiler werden ganz normal ausgegeben. Und ja, jetzt können wir zu der Aufgabe kommen, Teileranzahl und Teilersumme. Fangen wir mal mit der Teileranzahl an.
Da nehmen wir dann einfach eine Zählvariable, also Teiler, Zähler. Am Anfang haben wir da 0. Und jetzt müssen wir die Teiler zählen. Wo tauchen die Teiler auf? Naja, das ist in diesem If-Block, also hier. Und da haben wir zwei Fälle. Das ist diese umständliche If-Else-Abfrage. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber ja, wir lassen das jetzt mal so. Und ja, wie gesagt, hier tauchen die Teiler auf und hier müssen wir jetzt die Teiler zählen. In diesem If-Block haben wir zwei verschiedene Teiler. Das heißt, wir zählen dann hier 2. Ja, also der Wert von Teilerzähler wird um 2 erhöht. Hier jedoch haben wir nur einen Teiler. Das ist Wurzel n. Wir zählen hier also nur einmal. Ja, das war's schon. Also ganz am Ende können wir die Teileranzahl ausgeben. Also Teileranzahl. Und da, wo 0 steht, da schreiben wir dann Teilerzähler ein. Also da kommt dann der Wert von Teilerzähler rein. Ja, also da, wo 0 steht. Ja, schauen wir uns das mal an. Also Eingabezahl 25. Genau, Teiler von 25. Das sind 1, 25, 5. Teileranzahl 3. Wir haben 3 Teiler. Was ist jetzt mit der Teilersumme? So, jetzt kommt die Teilersumme. Auch da brauchen wir eine Variable. Die nennen wir Teilersumme. Am Anfang haben wir dann 0. Und jetzt müssen wir die Teiler in Teilersumme reinpacken. So, in diesem If-Block haben wir 2 Teiler. Die legen wir dann in Teilersumme rein. Also das ist dann t plus n durch t. So, das Ganze sieht jetzt kryptisch aus. Plus gleich t plus n durch t. Ja, da muss man jetzt mal. Da machen wir mal so Klammern, damit man das so besser lesen kann. Also da steht jetzt Teilersumme plus das hier. Und das Ergebnis wird dann zugewiesen in Teilersumme. Ja, das ist so zu lesen, das mit diesem Plus gleich. Ja, und die Klammern habe ich jetzt da gemacht, damit man diese Summe auch besser lesen kann. Okay, wie gesagt, wir haben hier zwei verschiedene Teiler, die werden dann hier reingepackt. Hier haben wir nur einen Teiler. Das heißt, hier wird nur ein Teiler reingelegt. Das ist dann t. Also die Wurzel von n. Ja, das war's. Also jetzt können wir auch hier so eine Ausgabe machen. Teilersumme und hier Teilersumme. Okay, Eingabezahl 25. So, schauen wir uns das mal an. Genau, da kommt 31 raus. 25 plus 1 plus 5 macht 31. Ja, das war's. Also wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt die Teileranzahl und die Teilersumme von n berechnet, beziehungsweise wir können das jetzt mit diesem Programm berechnen. Und ja, jetzt gucken wir mal ein paar Eingabezahlen an. Bei 100 haben wir 9 Teiler und die Teilersumme ist 217. Ja, und die Teiler sehen so aus. Man beachte, Wurzel von 100, das ist 10, das taucht hier einmal auf. Ja, ganz wichtig. Nehmen wir mal 1000. Genau, da haben wir 16 Teiler. Die Summe der Teiler ist 2340. So, 1.000.000. Wir haben 49 Teiler und die Teilersumme ist 2.480.437. Ja, eine schöne Zahl, kann man sich jetzt merken. So aus dem Kopf hätte man das wahrscheinlich nicht so berechnen können, aber wozu auch? Wir haben ja ein Programm, das Programm hat uns das jetzt berechnet und ja, wir können jetzt hier noch andere Eingabezahlen einsetzen und ein bisschen rumspielen, aber ich denke, das reicht jetzt. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Aufgabenstellung gelöst, zu einer natürlichen Zahl n berechnet unser Programm die Teileranzahl von n und die Teilersumme. Okay.